Der Chef der BAWAG verdient 9 Millionen Euro im Jahr. Von 2019 bis 2022 strich die BAWAG rund 1000 Jobs. Ein Jahr Arbeit für die Angestellten, aber nur 51 Stunden für den Chef. Das finden wir nicht gerecht. Es braucht eine Umverteilung von oben nach unten. Die Angestellten interessieren sich weder für den Obstkorb noch für den Wutzler. Sie wollen eine faire Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und ausreichende Pensionen. Die AOG steht genau dafür. Save the date, AK-Wahl 2024.